Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch mal Booktuber empfehlen, die ich in letzter Zeit, in den letzten Monaten für mich entdeckt habe und sehr, sehr gerne schaue oder auch vielleicht schon länger kenne, aber die auf jeden Fall viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben, wie ich finde. Es gibt ja im Moment auch einfach so viele Booktuber auf YouTube, was ich toll finde. Es gibt eigentlich für jeden etwas, aber man muss sie natürlich erstmal finden, die Kanäle, die genau zu einem, zu dem Lesegeschmack oder einfach zu der Sympathie passen, die man bei anderen Personen merkt. Und es gab ja mal so ein bisschen Kritik daran, dass BookTube sich irgendwie verändern würde, dass es so oberflächlich ist. Und ich finde aber, das stimmt alles so nicht so richtig, die Kritik. Man muss einfach nur die richtigen Personen finden, die das genau so machen, wie man das gerne hätte, wie die Bücher, ja, wie man das gerne hätte, dass die Bücher besprochen werden. Und ich finde, da muss man ja nur den richtigen finden. Und vielleicht kann ich euch dabei ja ein bisschen helfen, dabei den richtigen zu finden. Und vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren ja auch noch ein paar ja, Booktuber-Tipps geben, die ich mir mal anschauen sollte, die vielleicht zu meinem Lesegeschmack treffen, ja, zu meinem Lesegeschmack passen oder die ihr einfach super sympathisch findet und ihr deswegen guckt. Weil ich finde, genau das sind irgendwie so die beiden Gründe, warum ich Booktuber gucke. Entweder, weil es eben genau meinen Lesegeschmack trifft, was eben auch viel High Fantasy ist, ein bisschen Horror und Kinderbücher, oder eben, weil man die Personen so sympathisch, so erfrischend oder einfach irgendwie total ansprechend finde, dass man ihnen gerne zuhört und egal, was für ein Buchgeschmack dabei ja, vorgestellt wird. Also ich finde, diese beiden Gründe gibt es einfach oder weil es einfach tolle Ideen umgesetzt werden. Also da gibt es vielleicht auch noch verschiedenste Gründe. Aber ich möchte euch jetzt mehrere vorstellen und anfangen möchte ich mit einem Kanal, den ich schon länger kenne, den ich auch schon öfter erwähne. Aber ich möchte den gerne nochmal erwähnen, weil es ist einfach so, dass auf BookTube sehr, sehr selten High Fantasy tatsächlich vorgestellt wird. Es geht eher so ein bisschen in Urban Fantasy, in Romance sie hinein, aber so, dass jemand High Fantasy vorstellt, ist doch eher selten und deswegen möchte ich euch auf jeden Fall nochmal Julia vom Kanal Leseritter empfehlen. Unsere Lesegeschmäcker, was dieses Genre angeht, ist eben auch sehr, sehr ähnlich und deswegen schaue ich sie sehr gerne, aber nicht nur deswegen, sondern weil sie ihre Videos auch wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Und sie ist ein sehr ruhiger Mensch und erzählt auch ihre, über ihre Bücher ganz natürlich von der Leber weg. Und eigentlich genau das ist es, was ich auch sehr, sehr gerne mag an BookTuber. Wenn sie natürlich sind, wenn sie auch nicht zu aufgesetzt und zu aufgeregt sind, sondern einfach von der Leber weg reden, aber auch sehr intelligent über die Bücher reden. Und ich finde, das macht sie sehr, sehr gut. Und was ich halt auch toll finde, ist, dass sie ein Videoformat hat, was sie auch wirklich jetzt schon seit längerer Zeit immer durchzieht, pro Monat immer die Fantasy-Neuerscheinung für uns rauszusuchen und einzublenden. Und das macht sie wirklich in einer sehr, sehr kreativen Art und Weise, wie sie mit Musik und den Büchercovern und so ein paar Sachen, die sie dann einblendet und wie sie halt eben die ganzen Büchervideos aufbaut, hat irgendwas Kreatives und was sehr, sehr Atmosphärisches und Stimmungsvolles und eben gerade diese Videos gefallen mir sehr, sehr gut. Ich habe das ja auch mal gemacht, für mich war das aber ein bisschen viel Arbeit und deswegen freue ich mich, dass sie das so weiterführt bzw. auch macht und da gucke ich dann immer sehr, sehr gerne vorbei. Tut das auf jeden Fall auch für jeden, der sehr, sehr gerne High Fantasy liest, ist auf jeden Fall immer was für, bei Julia was für euch dabei. Sie liest ab und zu mal auch was Historisches oder mal ein Thriller, aber wirklich hauptsächlich High Fantasy und das kommt sehr, sehr selten vor und deswegen ist es auch ein Juwel, was ich euch empfehlen möchte, diesen Kanal. Ich habe mit ihr auch persönlichen Kontakt, also über WhatsApp und wir wollen demnächst auch ein, zwei Bücher zusammen lesen. Und wir hatten jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen über Nevernight gesprochen. Das hatte sie ja als Highlight schon gelesen. Und ja, deswegen freue ich mich, dass wir da auch mehr Kontakt miteinander haben. Und sie kommentiert auch immer fleißig bei mir und ich bei ihr. Und ja, das verbindet. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall die liebe Julia vom Kanal Leseritter empfehlen.
kommen wir zu einem nächsten Kanal. Und auch mit dieser lieben Booktuberin habe ich tatsächlich persönlichen Kontakt und ihr habt das letztens auch in einem Tauschpaket-Video gesehen, und zwar ist das die liebe Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff. Ja, sie hat eben ja so eine sehr, sehr positive Energie und irgendwie eine sehr, sehr lebensfrohe Stimme, finde ich auch, aber auch ein lebensfrohes Wesen einfach. Und das kommt irgendwie sehr, sehr gut in der Kamera rüber. Sie liest sehr, sehr breit, finde ich. Also sie liest eigentlich alles, was ihr so vor die Füße fällt. Also aber auch High Fantasy, sie liest Krimis, sie liest auch Liebesgeschichten, obwohl sie meinte, dass sie im Moment mehr auf Thriller und Fantasy, glaube ich, steht. Sie liest aber auch Familiengeschichten, auch mal ernstere Themen. Also sehr, sehr breit aufgestellt. Und ich finde einfach, wie sie spricht, auch ihre Stimmlage, eben dieses Lebensfrohe kommt irgendwie immer rüber. Und man bekommt durchaus gute Laune, wenn sie über ein Buch spricht. Und irgendwie hat sie auch einen schönen Humor. Sie kann über sich selbst lachen und ist dabei auch wirklich sehr, sehr natürlich und ist überhaupt nichts gefaked. Und deswegen kann ich auf jeden Fall auch die liebe Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff sehr empfehlen. Also bei ihr kam auch einfach dieses Herzliche sehr, sehr rüber, als wir dieses Tauschpaket gemacht haben. Sie bastelt sehr, sehr gerne und hat da sehr viel Liebe reingesteckt. Und ja, deswegen, ich tausche mich auch sehr, sehr gerne mit ihr aus. Wie auch mit der nächsten Dame, und zwar ist das die liebe Kali von Kalis Books. Es kommt jetzt wahrscheinlich besonders daher, dass ich mit ihr gerade eine Leserunde habe, die sehr intensiv ist und wir uns auch persönlich austauschen und uns immer näher kennenlernen und wir viele Parallelen uns auffällt, wie wir lesen, dass ich euch gerade Kali ans Herz legen möchte, aber auch besonders ihre Videos sind mir natürlich aufgefallen und da auch da alleine schon ohne sie privat zu kennen oder sie jetzt kennengelernt zu haben, kann ich euch die Videos ans Herz legen. Vor allem, also mir ist sie aufgefallen, weil sie eben auch so sehr von der Reihe, von der Trilogie von Philip Pullman schwärmt, um den goldenen Kompass. Und es kommt viel zu kurz auf BookTube, auf YouTube, dass über diese Trilogie gesprochen wird, obwohl die ja so erfolgreich ist. Und ich finde, es ist einfach so was Besonderes und Unverwechselbares. Also es gibt einfach nichts Vergleichbares zu dieser Reihe. Und ich finde es einfach toll, wie Kali von dieser Reihe schwärmt. Und auch sie ist ein sehr, sehr großer Harry Potter-Fan und das bringt mich ihr natürlich noch näher. Und ich finde einfach toll, wie sie über Bücher spricht. Sie hat eine sehr, sehr ruhige Art, aber eine sehr, sehr intelligente Art, von Büchern zu sprechen. Sie weiß, wovon sie redet. Sie ist auch kritisch, aber ohne, dass sie irgendwie in Hasstriaden irgendwie ausbricht, sondern sie weiß halt, wie sie sich ausdrückt, dass das immer noch zwar kritisch rüberkommt und auch ja, begründet, warum sie was mag, aber auch etwas, was sie liebt, besonders die Krähen, die Krähenreihe beziehungsweise das Duett von Libadugo, da ist sie ja jetzt gerade erst total drauf gestoßen und man merkt einfach, wie sehr sie das liebt. Was ich an ihr sehr mag, ist auch, dass sie eine sehr, sehr warme Stimmlage hat, also sie hat eine sehr, sehr weiche, tiefe Stimme, der ich sehr, sehr gerne zuhöre, und sie ist auch einfach ein sehr, sehr warmherziger und herzlicher Mensch, das einfach rüberkommt und sich eigentlich immer mehr bestätigt, je näher ich sie kennenlerne. Und deswegen möchte ich diesen Kanal besonders empfehlen, weil ja, es ist einfach eine tolle Frau, und mit einem tollen Lesegeschmack. Sie liest eben auch sehr viel High Fantasy, da hängt ihr Herz besonders dran, aber ansonsten liest sie auch sehr breit, mal Unterhaltungsliteratur von Kerstin Gier oder halt auch mal Sachbücher oder Biografien oder ein bisschen ernstere Themen. Da ist wirklich alles dabei und sie hat, was man sagen muss, wirklich das schönste Bücherregal von ganz BookTube, glaube ich. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich liebe auch ihr Intro. Ich finde da, das ist irgendwie so zauberhaft, dass man sofort irgendwie in eine andere, ja, in die Bücherwelt eintaucht. Und ja, ich höre ihr einfach sehr, sehr gerne zu. Ich grüße dich ganz lieb. Und ja, wir werden uns nachher wieder austauschen über das Buch, was wir gerade lesen. Also da könnt ihr euch schon mal auf eine besondere Besprechung dieses Buches gefasst machen.
Ja, das war die liebe Kali und ja, da guckt auf jeden Fall bei ihr vorbei. Und dann geht's weiter mit den Books Friends Forever. Das ist ein Booktuber-Team bestehend aus zwei Damen. Und das ist einfach der Knaller. Den beiden gucke ich auch einfach so gerne zu. Die sprühen einfach vor Lebensfreude und vor Energie und einfach das Team macht es bei den beiden aus. Ich finde es toll, dass beide erstmal unterschiedlich vom Wesen sind, aber auch unterschiedlich von ihren Lesgewohnheiten und von den Genres, die sie liest. Also da ist einmal die liebe Maike, die viel Liebesromane, viel New Adult, aber auch Historisches liest, natürlich auch anderes. Also sie beschränken sich da nicht drauf und manchmal lesen sie auch das Gleiche. Also sie haben jetzt zum Beispiel auch ein wenig Leben von Hanya Yanagihara zusammen, oder nicht zusammen, aber beide gelesen und dann zusammen besprochen. Und dann gibt es dann noch die liebe Anja, die auch Liebesroman liest, aber auch viel Literarisches. Die beiden besprechen Bücher und machen halt Tags, so das Übliche eben, aber einfach durch diese Kombination der beiden entstehen einfach so witzige Situationen. Und ich habe schon so oft mit denen laut gelacht, als ich deren Videos geschaut habe. Und das ist auch so ein Kanal, wo ich wirklich auch jedes Video gucken kann. Da habe ich tatsächlich von Anfang an alle Videos geschaut und haben mich also mehrere Tage begleitet und so ist der Tag immer wieder ja mit einem Lachen begonnen und es ist nicht nur einfach Jux und Dollerei, sondern sie sprechen auch wirklich toll über die Bücher und man merkt, dass die beiden eine sehr enge Freundschaft verbindet, die eben auch mit den Büchern zusammenhängt, nicht nur, aber eben auch und deswegen ist es eine sehr ja, ein energiereiches Duo, die halt besonders Maikes trockenen Humor und Anjas Lebensfreude, die einfach nur davor sprüht, ist es einfach toll, den beiden zuzuschauen. Also guckt auf jeden Fall vorbei. Die hat man echt sofort ins Herz geschlossen. Und bei denen ist es halt auch so, dass es gar nicht so sehr mein Lesegeschmack ist, den sie da vorstellen. Aber ich trotzdem einiges gefunden habe, was ich gerne ausprobieren wollen würde, weil sie eben darüber gesprochen haben. Die hätte ich mir die beiden Bücher jetzt wahrscheinlich ohne die Empfehlung jetzt auch gar nicht gekauft. Und das macht es einfach aus. Ist einfach ein tolles Team und einfach gute Laune. Es macht einfach gute Laune, wenn ich den beiden zuschaue. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn ich nicht alle Bücher jetzt unbedingt lesen möchte, die sie vorstellen. Ja, und dann habe ich noch die liebe Sarah von dem Kanal A Court of Wanting Books. Das ist eigentlich so jemand, der gar nicht so in mein Wohlfühlschema reinpasst, weil eigentlich habe ich euch ja erzählt, ich mag jemanden, der ruhig und besonnen über die Bücher spricht und Sarah ist so eine richtige verrückte Nudel. Und zu Anfang war ich auch ein bisschen, huch, was ist nu, als ich von ihr ein Video gesehen habe. Aber mit der Zeit, wo ich mehr von ihr gesehen habe, muss ich sagen, ist sie mir auch sehr ans Herz gewachsen und ich finde sie einfach super cool. Sie ist eine sehr, sehr ja, wie gesagt, eine spritzige Person, aber man merkt, dass es auch natürlich ist und dass es nicht aufgesetzt ist. Sie ist einfach mit Herz und Leib und Seele wirklich dabei. Und was ich auch toll finde, ist, dass sie über sich selbst lachen kann, weil sie selbst von sich immer als Book-Nerd und Fangirl spricht. Und sie freut sich so extrem, wenn ein Buch rauskommt und wenn sie das liest. Und sie liest auch wirklich sehr, sehr viel und sehr viel am Stück und geht da voll drin auf und das merkt man einfach. Das kommt über die Kamera, über das Video einfach so sehr bei einem an, dass sie ihre Bücher liebt und ihr Bücherzimmer ist auch einfach unglaublich schön. Also ihr müsst euch da mal ein paar Videos angucken, wie sie das gestaltet hat. Also das ist ein Bücherparadies, in dem sie lebt. Auch die ganze Deko ist zum Thema Bücher und zu ihren Lieblingsbüchern. Und das ist einfach, es kommt einfach an. Das ist, sie ist einfach mit Herz und Seele dabei und so viel Leidenschaft. Und weil sie einfach so über sich selbst lachen kann, ist das okay, wenn sie dann mal ausflippt. Und ich finde das eher lustig. Ich kann darüber sehr, sehr lachen. Und was sie ist unglaublich kreativ, was in ihrer
was für Videoideen sie hat und wie sie die Videos umsetzt. Sie macht viel mit Schnitt, mit was sie einblendet und eben die Ideen, die sie hat, finde ich einfach grandios. Und deswegen gucke ich sie auch gerne, obwohl man sie auf jeden Fall nicht als ruhige Person ansehen kann, jedenfalls nicht in ihren Videos. Ich kenne sie jetzt nicht persönlich, aber ich finde sie auf jeden Fall sehr erfrischend und schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Also ich finde, sie hat einfach so viele tolle Ideen und ob sie nun Buchcover auf ihr Gesicht malt oder ob sie eine Oscarverleihung mit verschiedenen Rollen einspricht und sich verkleidet und ja. Also gibt es einfach so viel. Ich werde euch natürlich alle Kanäle in der Infobox verlinken. Und da schaut auf jeden Fall auch mal bei der lieben Sarah vorbei. Die hat auf jeden Fall viel mehr Aufmerksamkeit verdient, obwohl sie sich jetzt schon langsam durch ihre kreativen Ideen irgendwie und ihre lustige, verrückte Art einfach auch schon viele ja, Abonnenten angelockt hat. Zu Recht. Und zum Schluss habe ich noch eine Sarah, und zwar vom Kanal Alice im Bücherland. Wie der Kanal schon sagt, ist sie ein großer Fan von Alice im Wunderland. Sie liest aber auch wirklich sehr breit. Also ich glaube, sie ist sehr begeisterungsfähig, was auch schon der erste Punkt ist, was ich an ihr mag, dass sie sich für vieles begeistern kann und dass man bei ihr auch die Liebe raus merkt. Und ja, sie ist etwas chaotisch in ihren Videos, was ich aber auch irgendwie gerade sympathisch finde und was ich bei ihr einfach sehr, sehr positiv anmerken möchte, ist, dass sie immer sehr sich für andere einsetzt, dass sie immer viele andere Kanäle auch empfiehlt und dass sie sich sehr sozial mit anderen austauscht, dass sie immer wieder erwähnt, wie toll sie den Austausch findet und ja, dass sie viele Videos auch von anderen guckt und viel kommentiert und eben gerade diesen Austausch so sehr pusht. Und das finde ich bei ihr wirklich gerade grandios, dass sie da so immer hinterher ist. Ja, Kontakte zu knüpfen und Projekte zusammen zu machen. Und ja, das finde ich toll mit ihrer ja, leicht chaotischen Art. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Ich finde das wirklich sehr sympathisch. Und also jetzt nicht, dass es jetzt völlig durcheinander ist. Also sie weiß schon, was sie sagt und sie weiß schon, wie sie über ihre Bücher spricht. Aber es ist halt so eine leichte Art von ihr, die ich einfach sehr sympathisch finde. Ja, bei diesem Booktubern, schaut doch gerne mal vorbei. Ich habe natürlich noch viel mehr, die ich euch sagen könnte, die ich gerne schaue, aber irgendwo musste man mal einen Strich drunter setzen. Ja, wie gesagt, schreibt mir doch gerne, ob ihr die Kanäle kennt, ob ihr die genauso toll findet wie ich und ob ihr noch andere Empfehlungen habt. Dann alles rein damit in die Kommentare. Die liebe Steffi von Lady of the Books hat ja auch so tolle Empfehlungsvideos gemacht, wo die eigenen Kanäle sich auch noch selbst vorgestellt haben. Das war so ein bisschen ja der Initiator, dass ich sowas auch gerne mal machen wollte, also Booktuber empfehlen. Aber eben die liebe Sarah von Alice im Bücherland stellt auch gerne was vor oder auch die liebe Ruth hat schon einige Booktuber vorgestellt. Und ich finde sowas toll. Einfach so ein bisschen zu zeigen, dass man sich gegenseitig unterstützt, aber halt auch gerechtfertigt, weil man einfach diese Kanäle gerne schaut. Und eben weil es einfach mittlerweile so eine Masse an Kanälen gibt und man da vielleicht gar nicht so durchschaut und weil es ja auch kein Verzeichnis oder so gibt, wo man dann einfach mal gucken kann, ich lese Fantasy und Horror, mal gucken, was es alles da so gibt, ist natürlich schwierig und deswegen ja, kommt man dann eher durch Zufall und von Kanal zu Kanal auf anderen Seiten. Und deswegen finde ich sowas mal zwischendurch wichtig zu erzählen. Vielleicht komme ich da jetzt ein bisschen regelmäßiger zu, weil ich ja, weil halt auch viele langsam aufhören oder viele Kanäle, denen ich gefolgt bin, die einfach entweder keine Videos machen oder sich so ein bisschen weiterentwickelt haben in eine Richtung, die ich jetzt nicht so schaue, was überhaupt kein Problem ist. Aber denn
ja, guckt man sie halt einfach nicht mehr. Da muss man jetzt groß nicht irgendwie meckern oder irgendwie Kritik ausüben, sondern man sucht sich dann halt einfach wieder die Kanäle, auf denen man sich wohlfühlt. So, jetzt ist aber Schluss mit dem Gelaber. Ich hoffe, es war einiges für euch dabei und ihr schaut da auf jeden Fall mal vorbei und sagt Hallo, grüßt sie ganz lieb von mir, wenn ihr da mal unter einem Video kommentiert. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video und dann wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Bis dann, ciao, ciao.